Zunächst mal möchte ich mich recht herzlich für die Einladung bedanken. Ich muss kleines Feedback geben. Alle Vorträge haben mich wahnsinnig aufgeregt und angespannt. Es wühlt und kocht in mir. Und diese vielen Informationen, die da kommen, die arbeiten irgendwie in mir und suchen danach erstmal sich, wenn das hier vorbei ist, mal ein bisschen zu sacken und dann die besten Folgerungen daraus zu ziehen. Eine kleine Meinungsverschiedenheit habe ich bei der Wirkung, Farbwirkung vom letzten Vortrag von Türkis. Es hat mich daran erinnert, dass ich mal in den 80er Jahren in Mexiko war, in einer Hängematte hing und auf dieses Türkis blaue Meer guckte. Und statt irgendwie angeregt zu sein, habe ich gemerkt, ich langweile mich. Und das hat dazu geführt, dass ich mich auf jeden Fall gesagt habe, nee, so kann das nicht weitergehen. Ich muss auf jeden Fall was anderes machen. Es hat beruhigt. Gut, das hat auch zu der Erkenntnis geführt, ich möchte mein Leben noch ändern. Da muss noch mehr passieren. Bis dahin hatte ich Soziologie studiert in Berlin und habe dann zwischenzeitlich habe ich dann 18 Jahre als Clown gearbeitet und bin dann später 1995 Heilpraktiker geworden, habe festgestellt, in meinem Leben gibt es viele Entwicklungsstränge und jeder hat irgendwie seine Berechtigung und ich habe ein tolles Leben bisher gehabt. Jetzt habe ich noch zwei kleine Kinder, so viel alles mal zur Biografie. Bin Heilpraktiker seit 97, habe eine Praxis in Mechernich und noch Vorsitzender vom Kneipverein Euske. So, das war's. Ich möchte Ihnen ein Instrument vorstellen, was ich kennengelernt habe, über die bipolare Magnettherapie von Dr. Isaac Geuss. Ich weiß nicht, ob Sie das schon von gehört haben, bipolare Magnettherapie, da werde ich gleich drauf zu sprechen kommen. Grundlage der bipolaren Magnettherapie ist das Testen über die Beinlänge. Das werde ich gleich noch erklären. Ich habe aber festgestellt, dass der sogenannte Beinlängendifferenztest mir die Möglichkeit gibt, meinen Praxisalltag und meine vielfältigen Therapiemethoden zu strukturieren und habe dann, so wie es meine Art ist, einfach mal tiefer versucht, in die Materie hineinzuhorchen und Erkenntnisse zu sammeln, was da eigentlich passiert. Ich habe mich von der Erkenntnis leiten lassen von Goethe: Denken ist interessanter als Wissen, aber nicht interessanter als Anschauen. Und habe in diesem Beinlängendifferenztest ein Instrument gefunden, was mir viele Dinge sichtbar macht. Damit kommen wir zu einem zweiten Phänomen. Gehe so weit zu behaupten, dass der Beinlängendifferenztest ein Urphänomen ist, und zwar ein körperenergetisches Urphänomen. Wir sprechen jetzt nicht über die Erkrankung der Beinlängendifferenz, dazu sage ich gleich auch noch was, sondern über ein Reaktionsmuster, was beim Menschen überall jederzeit auslösbar ist. Man kann das hier so im Stehen sozusagen nicht demonstrieren. Ich hatte auch kühnerweise eine Liege mitgebracht, damit also Leute sich da drauflegen, ich das demonstrieren kann. Aber das mache ich dann vielleicht nach dem Vortrag, wenn Sie da Interesse haben. Also, wir sprechen hier von einem Urphänomen, welches jederzeit bei jedem Menschen auslösbar ist. Und es ist vielseitig für Therapiezwecke anwendbar. Es geht ein bisschen in die Richtung des Biotensors auch. Da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt über die Anwendungsmöglichkeiten. Aber wir sprechen jetzt hier von dem Beinlängendifferenztest. Zunächst mal die gute Nachricht. Aus der bipolaren Magnettherapie ist bekannt, dass man jede funktionelle Beinlängendifferenz ausgleichen kann. Mit Hilfe von zwei Magneten.
Also das ist ein sehr verblüffendes Phänomen, was ein Phänomen wie den Magnetismus überhaupt erstmal, sagen wir mal, schmackhaft macht. Denn wir haben ja leider das Problem in vielen Therapieverfahren, wir wenden irgendetwas an, wir hängen uns zum Teil auch an Maschinen, aber wir sehen nichts. Und hier ist ein deutliches Phänomen zu sehen. Deswegen habe ich es auch als Urphänomen bezeichnet, als körpereigenes Urphänomen, wo man sozusagen eine Verschiebung als Patient erlebt und wo man also denkt, huh, was ist denn hier los? Gleichzeitig erlebt man auch den Ausgleich einer bestehenden Beinlängendifferenz. Später werde ich noch darüber erzählen, dass aufgrund Vermischung mit verschiedenen Therapieverfahren, insbesondere der Kinesiologie, ich einfach festgestellt habe, dass jede bestehende Beinlängendifferenz auch mit einem sogenannten ungelösten seelischen Konflikt zusammenhängt. Die Aufarbeitung gleichzeitig mit dem Ausgleich der Beinlängendifferenz bringt dann auch einen gewaltigen Schritt nach vorne für den Patienten. So, jetzt ist natürlich das Thema Quanten, Ganzheitsmedizin und Quantenphysik und das Phänomen, was wir hier vor uns liegen haben, basiert zunächst einmal auf einem mentalen Informationsaustausch zwischen Therapeuten und Klient. Das sieht dann so aus. Der Tester, in dem Fall ich, richtet seine Gedanken auf den vor ihm liegenden Patienten, der keine Beinlängendifferenz hat. Wenn er eine hätte, hätte ich die jetzt erstmal ausgeglichen. Sondern der Patient liegt sozusagen vor mir und die Beinlänge ist absolut gleich. Jetzt fange ich an, therapeutisch den Patienten zu befragen. Und in dem Moment, wo wir ein Thema berühren, was den Patienten beschäftigt hat, verschiebt sich spontan seine Beinlänge als Bestätigung dafür, dass hier im Grunde genommen ein Handlungsbedarf ist. Die Testperson reagiert auf die Abfrage des Therapeuten mit einer sofortigen Beinlängendifferenz. In Klammern oder auch nicht, wenn ich ein Thema befrage und der Patient kann damit nichts anfangen, dann reagiert er auch nicht. Aber wenn wir ein Thema beleuchten, was sozusagen eine Resonanz innerhalb des Patienten auslöst, verschiebt sich ganz deutlich seine Beinlängendifferenz, seine Beinlänge. So, die Differenz nicht. Genau. So. Ja. Ja, genau. Da ist offensichtlich, wie man an der Zeichnung sehen konnte, die Niere der verkürzten Seite beteiligt. Also die Niere ist das Organ, was sozusagen eine Verkürzung hervorrufen kann. Das Ganze lernt man dann aber auch bei der Biomagnetismus-Ausbildung von Dr. Geuss, der ja noch lebt, Gott sei Dank, in Berlin, die jedes Jahr einmal stattfindet. Die Informationen habe ich da zu Hause. Also ich habe nur bestimmte Thesen, die kriegen jetzt hier Nahrung durch so eine Tagung, die ich hier erlebe. Aber quantenphysikalisch kann man wohl von einem allwissenden Informationsfeld sprechen, was nicht an Zeit und Raum gebunden ist. Und zwar bedeutet das, dass ich sozusagen über die Beinlängendifferenz auch abfragen kann, wann sich bestimmte Ereignisse ereignet haben. Die genaue, also nicht unbedingt 27. Juli 9.30 Uhr, aber ich kann den Zeitfaktor eines konfliktiven Geschehens kann ich mit Hilfe der Beinlänge abfragen. Also nehmen wir mal an, das war jemand 45 Jahre alt und ist jetzt 60 Jahre alt, da würde ich anfangen mit, ist es in der Zeit von 50 bis 60 geschehen, Beinlänge bleibt gleich, da passiert gar nichts. Ist es in der Zeit von 40 bis 50, Beinlänge verschiebt sich,
frage ich 40, nein, 41, nein, 42, 43, 44, nein, 45, zack. Also wirklich total verblüffend. Und natürlich gehen wir da an Informationen heran, die dem Patienten zunächst einmal nicht mehr vertraut waren, sondern durch die Information, die ich dann gebe, indem ich sage, also meines Wissens war das zu der Zeit, als sie 45 Jahre alt, was kann das sein? Und es gibt natürlich dann noch andere Methoden, um noch tiefer reinzugehen, um also sozusagen ein Material anhand der Beinlängen, anhand des Beinlängentests herauszuarbeiten, was ich dann dem Patienten anbieten kann. Und da kommt man dann sehr häufig dazu, dass ein zunächst vergessenes oder unbewusstes Thema wieder bewusst wird und dann eine Lösung sich öffnen kann. Ja, nein, sehe ich. Ganz, also ich sehe das und ich fühle das, weil ich hebe die Beine an und schiebe den Patienten fast über die Liege wieder hinaus. Ne? Also so, dass ich absolut gleich Druck ausübe, aber nach hinten. Das ist also eine bestimmte Technik, aber wer damit arbeitet, lernt die auch relativ schnell. In dem Moment, wo also eine Resonanz sich einstellt, merke ich, dass sich das eindeutig verschiebt. Und ich übe immer noch, bitte? Man sieht es am? Ja, auch, ja. Gut, okay. Also ich mache es so, dass ich eben im Grunde genommen merke, auch sehe und merke und auch den Patienten sehen lasse, was da geschieht. Der sieht auf einmal, das ist ja jetzt auf einmal ganz unterschiedlich. Wenn man dann die Fragestellung neutralisiert, gleicht sich das auch sofort wieder aus. Genau. So, es gibt ja die verschiedenen Körperschichten, physischer Körper, Astralkörper, Kausalkörper. Im Grunde genommen kommt man durch diese ganzen Schichten, wenn man Informationen abfragen will, zum Beispiel Astralkörper, Aura, Aura-Themen, kann man diese Dinge auch abfragen, auch über die Beinlängendifferenz. Die Anwendungsbeispiele möchte ich gleich nennen. Ja, also wie, was ich schon sagte, spontane Reaktion bedeutet, hier können wir weitermachen in der Behandlung sozusagen. Wenn da nichts passiert, dann ist sozusagen kein Thema da, können wir weitermachen. Gut. Dann habe ich mal mir erlaubt, weil ich persönlich sehr stark damit verbunden bin, altes Wissen herauszukramen, in alten Studien nachzugucken. Und für mich ist das I Ching ein sehr wichtiges Buch. Übrigens kann man auch das I Ching, was aus ein chinesisches Weisheitsbuch ist, da habe ich auch einen Artikel auf meiner Homepage zugeschrieben, mit dem Beinlängendifferenztest das richtige Hexagramm herausfiltern. Hexagramm bedeutet 6 Linien, die unterschiedliche Werte haben, Yin, Yang und dann noch schwach und stark sind. Und man muss jede einzelne Linie kann man austesten. Also da geht es um die Werte 6, 7, 8, 9. Ich fange an mit der ersten Linie. Ist das eine 6? Nein, eine 7? Nein, eine 8? Ja. Beinlängendifferenz. Und so bekomme ich nach und nach ein Hexagramm, was bestimmte Bedeutung für den Patienten hat. Wie gesagt, das I Ching habe ich gefragt, weil ich denke, das weiß alles. So, und ich bin immer froh, wenn jemand mehr weiß als ich. Habe dann gefragt. Und da geht es darum, bei diesem Beinlängendifferenztest oder Beinlängentest geht es darum, sichtbare Wirkungen des Unsichtbaren zum Vorschein zu bringen. Also ansonsten unsichtbare Kräfte sichtbar zu machen durch diese einfache Reaktion. Und in dieser Reaktion wird innere Wahrheit zum Ausdruck gebracht. Das heißt, das ist natürlich ein hoher Anspruch, das, was ich sozusagen austeste, gefiltert,
über mein therapeutisches Vorgehen, bringt doch Dinge zum Ausdruck, die Bedeutung haben, die wahr sind und damit auch für eine Behandlung wichtig sind. Dann kann man auch sagen, das Phänomen der Beinlängendifferenz ist ausgestattet mit Bewusstsein. Das würde auch für den Biotensor gelten als Phänomen. In dem Moment, wo ich sozusagen mental mich verbinde mit dem Patienten oder einfach abfrage und der reagiert, da muss ja irgendwas reagieren. Es ist also eine lebendige Kraft und da ist Bewusstsein da, also da ist eine Wissensquelle vorhanden, die reagiert. Eine These einfach. Gut, Bewusstsein umfasst Wahrnehmung von Informationen über die fünf Sinne, die auf uns, auf elektromagnetischem Wege zu uns kommen, von früher oder auch jetzt, mit dem Ziel auch des Gedächtnisses. Jede Zelle des Körpers, nicht nur das Gehirn, ist an der Speicherung und Abrufbarkeit von Informationen beteiligt. Dann geht es darum, wie man über Erkenntnisse, Entscheidungen, Glaubensmuster, Auswahl trifft für sein Leben und Aktionen dann entsprechend gestaltet. Und wir wissen ja von Bruce Lipton, dass Biografie zu